Moin Leute, willkommen zu einer, glaube ich, zur siebten, mittlerweile siebten Folge von Let's Play Skyrim. Ja. In dieser Folge wollen wir nach Solstheim aufbrechen, um herauszufinden, wer jetzt der Mirak ist, wo jetzt der Mirak ist und wie wir ihn am besten und am besten ihn gegebenenfalls diese Folge noch irgendwie zu töten. Einfach aus Rache. Ja. Wenn ich mich nicht gerade ganz so gut anhöre, kann es damit liegen. Ich war gerade noch einkaufen. Das Ding ist, ich habe mich nicht perfekt wetterfest gekleidet, nicht der Temperatur entsprechend gekleidet. Und ich habe jetzt dieses typische, dass mein Gesicht gerade so sich akklimatisiert und das so ganz komisches Gefühl am Kopf ist. Und das fühlt sich so eklig an. Ich fühle mich gerade auch so richtig schlapp deswegen. Deswegen, also nicht wundern, wenn ich mir diese Folge nicht ganz so gut anhöre. Ja, und das ist nicht mal eine 41 Minuten. Und der Witz angeblich, laut meinem Rechner, ist das wieder exakt 41 Minuten. Also 41,00. Also wieder exakt 41 Minuten. Wie schon bei der Einfolge mit den 33 Minuten. Wird auch bei mir als exakt 33 Minuten, also auch wieder als exakt 0 angezeigt. Das macht mir irgendwie andauernd Angst. Mal gucken, dann müssen wir jetzt einmal ab nach Dings. Ich glaube, auf jeden Fall mal gucken, wie wir am besten nach Dings kommen. Ich glaube, wir kaufen uns ein Pferd. Davon haben wir ja was. Nachdem unser Pferd ja vor ein paar Folgen gestorben ist mit diesem Riesenjump. Nee, es lebt. Es hat ge wie hat es denn überlebt, verdammt nochmal? Wir sind quer durch den Himmelsrand geflogen mit dem Ding. Das Ding überlebt einfach. Das Ding überlebt einfach. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Und jetzt, ja klar, genau. Geil. Nice, ich muss die echt deaktivieren. Das mache ich auch, glaube ich, demnächst. Ja, aber für Mira, also für den Dungeon, den wir durchlaufen müssen, später um Mirak zu holen, also zu killen. Da könnte sie vielleicht nützlich sein, später, also in Solstheim. Ihr Kanonenfutter. Seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich bin direkt hinter euch. Na schön. Was denn? Dann gehe ich mal. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall mal gucken, wie es halt weitergeht. Nicht gegen welches Gesetz ihr mit euren Aktivitäten gerade verstoßt. Ich werde euch im Auge behalten. Ich hoffe, dass ihr nicht diesmal nicht aufs Pferd setzt. Aber nochmal schön provozieren den Typen.
Also einfach mal schnell dahin laufen zum Pferd. Ich hoffe, dass wir doch schnell kriegen. Ah, es werden auch in den nächsten Folgen ein paar mehr Mods dazukommen. Zur Info. Mann, ich werde noch ein paar Waffen und noch vielleicht noch ein paar Sachen noch mit einbauen. Na gut, dann müssen wir jetzt Richtung... Ich glaube, wir gehen oben rum. Ja. Einfach mal gucken, dass wir halt hoffentlich relativ schnell dahin kommen. Einfach, sorry, dass es halt diesmal ein bisschen längere Folge ist. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt auf einmal, wie weit wir nächstes Mal kommen mit dem ob diesmal schon in Dungeon gehen. Vielleicht kannst du in den nächsten Folgen auch, wenn wir den Dungeon schon relativ. Wenn wir den Dungeon. Also, ja. Mann, ich sollte mir, glaube ich, sollte einfach Deutsch lernen. Nee. Wie heißt denn das? Ja, mal gucken, ob wir dann den Dungeon schon angefangen haben oder wie weit wir im Dungeon sind. Deswegen muss ich halt gucken. Nein, 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 und Bam! Okay, RIP-Pferd. Wieso springt der auf einmal? Du willst, ich hab an dem Moment noch nicht mal springen gedrückt. Geil. Nice. Das ist auf jeden Fall echt super. Okay, dann nicht. Gut, dann ab zurück nach zu den Stellen vom Weißlauf. Ich glaube dann. Dann. Fahren mit der Kutsche. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein. So, dann nach Windhelm und dann gleich nach Solstheim rüber. Ich kann hier nicht ewig warten. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Gut. Winter in der Höhle, vielleicht mal gucken, dass wir erstmal. Alles klar, Leck. Wozu die Eile? Okay, da runterspringen wäre jetzt doof. Nichts als Pferde, den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Rest gehen wir lieber nicht. Ihr könnt. Riskieren wir? Ja, wir riskieren es. Und weil da hinten ist nämlich
glaube ich, das Schiff, was uns das Soulstein bringt. Ja. Na, mal gucken. Das wird halt relativ. Ich will halt Mirak relativ schnell killen. Benötigt ihr ein Boot? Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin. Ich will das kosten, nach Solstheim rüberzufahren. Warum? Moment mal. Das war nicht meine Schuld. Ich wusste nicht, dass sie jemanden angreifen wollten. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Es ist schwer zu erklären. Plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist... Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Nun, man muss schließlich überleben. Gut, wir stechen sofort in See. So, dann würde ich sagen, wir erstmal auf nach Solstheim. Und ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich ein paar Herausforderungen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie relativ schnell so. Dass wir relativ schnell zu Mira kommen und den töten. Weil wir sind das einzig wahre Drachenblut, nicht er. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Gut, sind wir auch mal da endlich. Aber ich finde das eigentlich nice mit der Animation, finde ich. Also es ist schön, dass man da halt sieht, wie man da mit dem Schiff hinfährt. Gut. Ich kenne euch nicht. Daher bist du jetzt? Euer erster Mirak. Ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Irgendwelche Fragen? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. So. Dann müssen wir uns gleich einfach zu Mirak's Tempel aufmachen. Mal gucken, wie wir am besten hinkommen. Wir behalten euch im Auge. Weil... Da ist noch halt nicht so viele Möglichkeiten am Wege wie mit Gangs Arie. Mal gucken, was wir da spielen können. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Ja. Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Das Schwert sieht geil aus. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Das steht mit uns holen. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Mal gucken, dazu wollen wir noch Zwergenwaren, aber ich glaube, die verkauft niemand. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Nein. Nun, die Dinger hört zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer... Die besten Waffen und Rüstung. Sagt Crescius, er gibt mir die Spitzhacke. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Nein, ich... Moment. Ich
Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nicht darüber reden. Ja. Sagt Crescius, er gibt mir die Spitzhacke besser zurück. Na gut. Halt mal gucken, ob wir halt Mira halt irgendwie finden. Ich will ihn töten dafür, dass er uns töten wollte. Weil niemand versucht uns zu töten. Oder töten zu lassen. Was könnte das bedeuten? Mal gucken, ob wir da irgendwie was. Ob wir ihn irgendwie aufwendig machen können und ihn dann selbst zur Strecke bringen können. Denk daran, ich habe reichlich Tränke und Zutaten, solltet ihr einmal den Markt besuchen. Lasst das in Ruhe. Ja. Ich glaube, ein Krimskramshändler, keine Ahnung, welcher von den 1000 das ist. Ja, dann verlass das Haus, das wusste ich auch gar nicht, dass es quasi gibt. Da hinten ist der Tempel. Mal gucken, vielleicht können wir am Dorf des Scar vorbei. Hey, aufpassen! Mal gucken, wie der am besten hinkommt. Ich habe keine Ahnung, wo das Dorf des Scar liegt. Deswegen. Hier in seinem Schrein, den sie vergessen haben. Hier schuften wir des Nachts. Die bauen hier an irgendwas rum. Wieder. Nice. Ich frage mich, ob man einen Draht. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. So. Wächst er uns doch so nah. Das ist doch doof, weil hier auf dieser Insel einfach keine Wege sind. Keine vernünftigen. Da hinten ist auch noch ein Hügelgrab. Wo ich mir denke, dass die Hügelgräber irgendwie lustigerweise alle in irgendwelchen Bergen drin sind. Oder in irgendwelche Berge gebaut werden. Hätte ich es eher gesagt, Ölstürz-Berggrab. Aber Berggrab ist nicht so gut wie Hügelgrab. Hier ist ein Gegner drauf. Oh, wir werden angegriffen. Ihr könnt euch von mir, ihr werdet bluten. So, klack. Na, komm, die ganzen Gegner hier töten. Wo ist der nächste? Ach, da hinten. Die Rüstung ist auch schlechter als unsere. Und ja. Zumindest halt, ich werde halt in den nächsten Folgen auch nochmal mehrere Dings machen, mehrere Upgrades. Also nicht Upgrades, sondern Mods holen.
Und dann mal gucken halt. Ja, gucken wir, was noch für Mods gibt, das Spiel nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten, halt ein paar mehr Waffen. Ja. Bam! Nice. Jetzt leckt. Sehr geil. Alles geht wieder. Okay, ist nichts. Dann mal gucken, ob wir die aufkriegen. Oh, toll. Na, Versuch Nummer 2. 3. Ah, vierter Versuch und es klappt. Wunder. Die Notizen nehmen wir mal mit. So. Da kommen wir schon Lydia an. Hier ist auch nichts mehr Interessantes. Gut, kürzen wir mal ab. Was hat der dabei an Loot? Okay, Pfeile können wir gebrauchen, Gold können wir gebrauchen, mehr auch nicht. Gut. Wo kommen die ganzen, wo kommt der Plünder rein? Ja, auf einmal. Keine Ahnung, ganz egal, dann nehmen wir mit, das brauchen wir jetzt nicht. Die Streitkolben können wir wegpacken. Den durch können wir wegpacken. Der Controller. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Noch eine. Und klack. Boom. Da, Dietrich Gold, Ende. Okay, hier ist nichts. Hier ist eine Mine. Das Dorf Karnivor, das Dorf, das geil ist. Wir müssen es da hoch. Da ist der nächste Stein. Ja. Ist ja nicht. Oh, da wird ein Dichter angegriffen. Arbeiter? Okay. Der hat keinen Bock mehr. Du willst schon Berg runter. Okay, dann sollten wir uns aber jetzt auf dem Weg zum Tempel von Virag machen. Doch nun sehen wir. Guck mal, was wir wieder draufklicken. Deine Hände waren einst untätig. Alles klar, wir bauen das selbst mit. Nee, danke, ich will keine
Monumente für Mirak bauen. Der kann gern welche für mich, ein Monument für mich bauen. Also ich war in Drachenblut. Und wenn die Welt erst sieht. Ey, das wäre eine geile Idee, wenn man sich selbst eine Statue bauen könnte. In Skyrim. Also ich würde mir eine überdimensionale Riesenstatue von mir bauen lassen. Okay, da ist ein Dreamer. Also ein Dreamer-Dings. Mal gucken, was da Schönes gibt. So, hier ist die Festung noch. Hier scheint nicht viel zu sein, okay. Also wir können sogar mitten aufs Dach gehen. Ist ja geil. Ab wieder runter. Guck, was haben wir hier? Ah, Gegner. Wo ist denn der? Alter, machen die viel. Alter. Die machen ja viel Damage. What the fuck? Tolle Anfälligkeit für Feuer. Wieso esse ich das? So, Heiltrank. Ach, Gift. Wieso war ich da ein Gift drin? Glaube ich, sieht das sowieso schon aussichtslos aus. Ein Schlag und der tötet uns eh fast. Wir jetzt tot sind. Okay, zurück ans Zeichenbrett und nächste. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir gehen diesmal andersherum. Richtung Mirak, also Richtung Tempel. Aber Kado, ich will erstmal vorher das Schild haben. Ich will das Schild haben. Mal gucken, ob wir Dreamer-Eisenbarren haben, aber. Ich glaub nicht. Okay, dann mal gucken, wo sie sowas verkaufen. Ich glaube, Windhelm müsste was haben. Und Windhelm hat normalerweise immer irgendwas zu bieten in der Hinsicht. Heute hat wieder niemand Blumen gekauft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, bei den Göttern. Das Haupttor. Und hier hinten ist jetzt der gute Schmied. Okay, haben wir es auch nicht, schade.
Na gut, mal gucken. Ist da oben der Schmied? Nee, doch noch nicht. So, mal gucken. Hoffentlich hat er das jetzt. Sonst wären wir am Arsch. Weil ich wieder Schild haben, weil damit haben wir sehr gute gute Rüstwerte. Dann. Weil da haben wir erstmal relativ gut Schutz. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Obst und Gemüse, alles köstlich und erschwinglich. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zu Gesicht. Ich hätte nie erwartet, dass Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Ich könnte mir keinen besseren Lehrer wünschen als Oengul. Mit meinen Schwertern in den Händen. Werft einen Blick drauf. So, Herrsch. Ja. Wenn ihr auf euren Reisen jemanden trefft, der gut ist, so, aber herstellen. Kommt und seht euch mein Angebot an. Alles frisch und köstlich. Oh, es fehlt noch was. Kapitän Einsamstein, es ist immer eine. Braucht ihr etwas? Ich bin sogar. Ihr braucht etwas? Okay, die verkaufen nicht. Mal gucken, ob der von denen irgendwie Feuerholz hat. Pass doch auf. Hoffentlich. Ich habe ein. Ich würde mehr reichen, aber Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut. Danke, dass ihr hier einkauft. Die Seeleute, die ich kenne, handeln sich auch ohne eure Mithilfe ständig Ärger ein. Ihr seid ein solcher Spielverderber, Kapitän. Kann ein Mädchen nicht einmal Feuerholz, aber es ist kein Geheimnis, dass der kriegen dann irgendwas her, ist nur Deko. Nein. Nix, Mädel, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Finger von meinen Werkzeugen lassen. Ich habe damit ihr habt eure und ich habe meine. Schade, ist lang noch ohne Erfolg. Ich werd's schon überstehen. Meister, ihr seid viel zu alt für eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drin ist. Ich werde. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Ich bin der Ant. Okay. Wirf deinen Blick darauf. Schade, der ich hat hoffe, auch ich nicht. Sehe euch bald wieder. Mann. Weil möchte das Schildwesen diese Folge noch haben. Ja. Weil das Schild wäre definitiv am besten für uns, weil die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Guten Morgen. Günstige Winde und ruhige See. Alles, was ich in der Auslage habe. Ja, jetzt weil wir schöne Rüstungswerte haben. Kommt zu mir, wenn ihr das Schild bringt nicht gerade wenig. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Stattet Zadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk unbedingt einen Besuch an. Eine Ebenerzrüstung. Bei Ismir, das kriegt alle man auch sagen, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Gut, dann müssen wir euch eine andere Stadt suchen. Ich glaube, Flusswald hat immer was.
So. Ladescreen, mal gucken, was im Fluss fällt. Da hinten müssen wir gleich am Feuerholz rankommen. Ach, keine Axt, super geil. Hier ist keine, da ist keine. Ah, da haben wir eine. Nein, jetzt sind wir zu langsam. Mal gucken, was können wir droppen? Das kam weg. Andere Deutschland, so gut. Dann haben wir irgendwann gleich unser OP-Schild und dann sind wir nicht mehr so leicht verwundbar. Dann brauchen wir nur eine bessere Rüstung. So. Toll. Geil. Lass die Finger davon. Toll. Oh, wir sind sogar so voll beladen, dass wir da nicht mal mehr gegen Fluss anschwimmen können, wenn eine Person da immer am Weg steht und sich immer vor einem teleportiert. Ist ja auch geil. Egal, so, ich cutte mal kurz. So. Bam. Jetzt haben wir unser OP-Schild. Ja. Mal gucken, was wir halt demnächst noch für neue Waffen dazu bekommen, weil ich ja jetzt, weiß ich, ob auf der nächsten oder übernächsten Folge werde ich halt noch ein Waffenbots installieren. Und ja, und halt nochmal generell ein paar mehr Rüstungen. Und. So, überspringen wir mal. 10 Stunden reichen, glaube ich. Gehört. Ich danke euch. So. Ihr und ich, mal wir gucken. Sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Werft einen Blick darauf. Können wir auch ein bisschen was verkaufen? Können wir noch verkaufen? Das. Ob wir dafür teilweise nichts kriegen, einfach egal. Aber wir wieder Platz haben. Ist ja auch ein Amulett, also Amulett von Mara, holen wir uns auch einfach mal rein. Provisorisch. Man weiß ja nie. Gut. Einfach würde ich trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Das war's auch mit der Folge. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und ein Abo da lassen könntet. Hey, aufpassen! Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, müsst ihr die Glocke aktivieren. Das sage ich auch nicht häufig. Weil, ja, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, weil wenn ihr nicht mehr verpassen wollt,
abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich über eine Bewertung freuen. Bis dann, Leute. Ciao.